Hallo, ich bin Thekla. Schau mal, was ich letztens für tolle Bilder entdeckt habe. Erkennst du, was sie darstellen? Hier siehst du ein altes indisches Mandala und hier ein schönes Fenster in einer Kirche. Hast du schon mal solche Verzierungen bei alten gotischen Gebäuden gesehen? Und hier ist noch ein buntes Mandala. Da waren wohl einige Menschen ziemlich kreativ. Das wollen wir heute auch mal probieren und selbst Mandalas zeichnen. Aber was bedeutet das Wort Mandala? Und was haben Mandalas mit Mathematik zu tun? Wie zeichnet man ein Mandala? Als Vorwissen solltest du die Konstruktion eines regelmäßigen Vielecks parat haben. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com